melden. Ja, fangen wir an mit Festplattenverschlüsselung, ein bisschen Theorie. Worum geht es eigentlich? Das heißt, bei Festplattenverschlüsselung geht es mir darum, meine Daten, die auf meinem persistenten Storage, also Festplatte, SSD, USB, Flash-Speicher, was auch immer, abgelegt werden, zu verschlüsseln. Das heißt, alles, was geschrieben wird auf dieses persistente Medium, wird verschlüsselt, bevor es geschrieben wird. Und wenn es liest davon, also das Betriebssystem davon liest, wird es wieder entschlüsselt und dann sieht das Betriebssystem bzw. meine Prozesse, die laufen, mein User, der darauf angemeldet ist, die Dateien alle entschlüsselt. Das heißt, der User merkt davon eigentlich nichts, bis auf das, dass er einmal beim Booten oder zumindest, wenn er das verschlüsselte Device einhängt, das Passwort eingeben muss, beziehungsweise irgendwo den Ver- und Entschlüsselungs-Key angeben muss. Davon gibt es so grob zwei Varianten. Einmal die Variante, die man immer häufiger sieht, ist eben die Full Disk Encryption, das heißt, die gesamte Festplatte ist verschlüsselt und man gibt sein Passwort direkt beim Bootprozess an, das heißt, bevor der Kernel überhaupt hochfährt, wird einmal als erstes das Passwort eingeben, somit wird die Festplatte entschlüsselt und danach fährt das System hoch. Oder die File-Level Encryption, wo man im Prinzip nur Teile vom Dateisystem verschlüsselt. Ein klassisches Beispiel davon ist nur das Home Directory von einem User oder auch nur Subdirectory oder nur gewisse Files. Ja, der Anwendungsfall ist eigentlich so der klassische. Was passiert, wenn jemand mein Device stiehlt und ich habe die Festplatte nicht verschlüsselt? Ja, er kann alle meine Daten lesen. Das heißt, toll, wir verschlüsseln alle unsere Festplatten, alle unsere Devices und wir haben das Thema erledigt. Somit haben wir den Vortrag beendet, können wir gehen. Na, so einfach ist es nicht, weil der Use Case ist zwar abgedeckt, aber es gibt genug andere Use Cases, wo das nichts hilft. Ich meine, das Logische ist, alles, was ich an Malware oder so weiter übers Internet überlagt, hat natürlich sofort den Blick auf entschlüsselte Files und deswegen hilft es natürlich nichts dagegen. Aber auch wenn ein Angreifer physischen Zugriff auf mein Device kriegt, klassischer Fall von Cold Boot Attacks, falls das jemand was sagt, ich erkläre es dann noch im Detail, dann hat er die Möglichkeit, gewisse Dinge aus dem System zu extrahieren, auch wenn es ausgeschaltet ist. Andere Variante ist, wenn ich meinen Laptop im Hotel liegen lasse, die Evil Mate Attack, dass die Hausdame die Möglichkeit hat, das Ding einmal hochzufahren, das Ding, wenn es nur im Standby-Modus ist, einfach einmal aufzuklappen, zu schauen, was passiert. Die kann da die weißen Dinge anstecken, die kann auch die Festplatte ausbauen, was auch immer. Und das öffnet auch Möglichkeiten, trotz Festplattenverschlüsselung, um Dinge zu machen. Was auch möglich ist, was man am Anfang eigentlich nicht meint, wenn man nämlich seine Festplatte verschlüsselt, denkt man sich, ja toll, das ist alles verschlüsselt auf meinem Medium drauf. Das heißt, jemand, der die Festplatte in die Hand kriegt, kann damit nichts anfangen. Ist nicht ganz so einfach. Wenn jemand die Möglichkeit hat, meine Daten auf der Festplatte zu modifizieren und ich dann wieder ins Hotel retour komme und das Ding hochfahre, habe mein System und mein ganzer Encryption-Stack keine Möglichkeit zu erkennen, ob die Daten auf der Festplatte modifiziert worden sind. Das heißt, es gibt theoretisch die Möglichkeit und auch praktisch, dass jemand die Daten auf der Platte, die verschlüsselt sind, manipuliert in einer Form, dass dann der Code, der ausgeführt wird, meine Shell oder was auch immer, andere Dinge macht, wie ihr wollt. Ich komme auch noch im Detail darauf zurück. Ja, und es wird natürlich das Ganze noch komplexer, wenn ich nur partielle Teile, also nur Teile meiner Festplatte verschlüssel, wenn zum Beispiel das Betriebssystem selber nicht verschlüsselt ist und mein Kernel liegt einfach so auf der Bootpartition herum, dann kann jemand hergehend den Kernel gegen einen anderen Kernel austauschen, der im Prinzip das Passwort von mir abfragt und das irgendwo hinschickt. Und ich werde nie was davon mitkriegen. Soll heißen, Full Disk Encryption ist in dem Fall ein bisschen besser. Ja, also Full Disk Encryption heißt, wie gesagt, man verschlüsselt die gesamte Festplatte. Das setzt im Fall eben, Linux ist das DMCrypt, in dem Fall setzt es wirklich unterm Dateisystem an. Das heißt, wenn das Dateisystem irgendwas auf die Platte schreiben will, greift DMCrypt ein, verschlüsselt diesen Sektor und schreibt ihn dann erst auf die Festplatte. Und beim Lesen genau das Umgekehrte wieder und es entschlüsselt die Daten, bevor das Dateisystem das sieht. Andere Variante, das sicher die meisten erkennen, ist TrueCrypt, beziehungsweise Nachfolger, beziehungsweise ja, der Volk davon, VeraCrypt. Nachdem TrueCrypt ja eigentlich tot ist. Um jetzt das Ganze möglichst sicher zu machen, sollte man natürlich nicht nur seine Betriebssystempartition und seine Datenpartition verschlüsseln, sondern auch so Dinge wie das Swap. Das heißt, wenn ich Swap-Partition habe auf meinem System
und ich klappe das Notebook zu zum Beispiel. Es geht in Standby, das schreibt nochmal den ganzen Inhalt von meinem RAM auf die Festplatte runter. Was ganz toll ist, weil der Verschlüsselungs-Key liegt natürlich im Plaintext im RAM. Das heißt, wenn das einfach unverschlüsselt auf die Platte geschrieben wird, in die Swap-Partition, dann liegt da im Plaintext der Encryption-Key drinnen. Das heißt, ich muss natürlich auch dafür sorgen, dass erstens der Encryption-Key gar nicht auf der Platte landet und zweitens, dass meine Swap-Partition, wo auch die ganzen Prozesse und Daten der Prozesse drinnen sind, die gerade laufen, verschlüsselt wird, bevor ich es runterschreibe, bevor das Notebook in Standby geht. Ja, der klassische Use Case von teilweiser Festplattenverschlüsselung bzw. partieller Festplattenverschlüsselung ist eben, dass man zum Beispiel das Home-Verzeichnis verschlüsselt, wie schon gesagt, was ebenfalls mit EmCrypt und TrueCrypt, VeraCrypt möglich ist. Also hat sicher jeder mal schon gesehen, es gibt diese Slots da oder Virtual Devices unter TrueCrypt, wo man das machen kann. Mit dem EmCrypt muss man ein bisschen basteln, aber es geht genauso. Ja, bei File-Level-Disk-Encryption ist im Prinzip, wie schon erwähnt, eigentlich der andere Fall. Ich verschlüssel nur Teile von meinem Dateisystem, beziehungsweise ich kann für ein Verzeichnis angeben, nur dieses Verzeichnis verschlüsseln. Oder nur bestimmte Files zum Beispiel. Das heißt aber auch, dass in dem Fall die Inhalte, ich habe das vorher bei Full Disk Encryption nicht erwähnt, das wird natürlich alles verschlüsselt. Also Datei am Dateisystem, also mein Dateisystem hat ja nicht nur Dateninhalte, sondern auch Metadaten dazu. Das sind Extended Attributes, das sind irgendwie, wie das File heißt, wann das Ding modifiziert worden ist und so weiter. Die Dinge werden bei Full Disk Encryption natürlich auch sauber mitverschlüsselt, weil es ja unter dem Dateisystem liegt. Bei File-Level-Disk-Encryption ist das natürlich ein Ding, das man beachten muss und auf das, wo man eigentlich nicht alles abdecken kann momentan und die momentanen Tools das auch nicht machen. Das heißt, File-Level-Encryption verschlüsselt mir die Inhalte. In manchen Fällen, wie zum Beispiel eCryptFS, FSCrypt und ich glaube EncFS genauso, werden auch die File-Namen verschlüsselt. Das heißt, ich sehe dann irgendwelche bei eCryptFS und bei FSCrypt auch, sehe dann irgendwelche kryptischen Namen im Dateisystem liegen, wenn ich jetzt da nicht mein Encryption-Key irgendwo eingeben habe. Aber die Metadaten selber, also wann die Datei modifiziert worden ist, die sind nicht verschlüsselt. Also die liegen im Plaintext auf der Festplatte. Was auch schon Informationen preisgibt. Die Größe von einem File kann schon relativ viel sagen. Was man vielleicht nicht immer will. Dann gibt es noch so einen anderen Fall, auf den ich nur ganz kurz eingehe, und zwar, das Ganze war jetzt softwarebasiert, das gibt es natürlich auch auf Hardware-Ebene, also Hardware-Based Disk Encryption, das nennt sich dann Self-Encrypting Disks, hat sicher jeder schon einmal gesehen, wenn der Hersteller von SSDs oder normalen Festplatten anpreist, ja, das Ding kann AES 128 Festplattenverschlüsselung. Ja, im Prinzip ist es nicht wirklich besser, es ist teilweise sogar schlechter. Es ist eigentlich schlechter, weil ich habe keine Ahnung, was das Ding macht. Es ist alles closed source in der Firmware der Festplatte. Und es gibt genug Papers, die sich das schon genau angeschaut haben, die eben festgestellt haben, da ist genau dieselben Probleme, die ich bei softwarebasierter Festplattenverschlüsselung habe. Und es ist noch viel schlimmer in manchen Fällen. Die NSA hat natürlich auch tolles Interesse dran, da gibt es sogar irgendwie einen Artikel drüber, dass die genau es auf Festplatten-Firmware abgesehen haben und da drinnen ihre Malware verstecken. Das heißt, in dem Fall nutzt man meine Festplattenverschlüsselung genau gar nichts. Bei der Software bin ich zumindest an leer drüber, aber auch nicht ideal. Ja, und natürlich, so eine Firmware hat auch Bugs und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Firmware von den Festplatten-Update, die bei Weitem weniger oft, als wie die Software auf meinem Rechner. Und sie sind Open Source, wie schon gesagt. Also es ist ein Binary Blob und ich habe keine Ahnung, was da passiert. Nur Gutes. Ja, ganz bestimmt. Ja, nur ganz kurz zur kryptografischen Seite von dem Ganzen. Also Festplattenverschlüsselung, so wie ich es euch jetzt erklärt habe, ist im Prinzip nichts anderes, als wie die Daten werden mit einer symmetrischen Cipher verschlüsselt. In meisten Fällen, also ich kenne jetzt nicht viel anderes, ist das AES, also ist so der Standard-Cipher, die vorgeschlagen wird. Manche Dinge kennen nur Two-Fish oder Blowfish, aber meistens verwendet man AES im XDS-Modus, von dem man auch irgendwie nicht genau weiß, für was der eigentlich da ist, aber der funktioniert für Festplattenverschlüsselung am besten und ist sozusagen das Sicherste, was man hat momentan. Früher hat man AES-CBC-Modus verwendet, ist man aber draufgekommen, da gibt es tolle Attacken drauf, die dann auch nicht so ideal sind. Da komme ich dann noch später drauf zurück. Da gibt es eine praktische Attacke gegen die EmCrypt.
wo jemand genau diesen CBC-Cypher-Modus ausnutzt hat, um Dinge auf der Festplatte im verschlüsselten Zustand zu manipulieren und dadurch bösen Code auszuführen. Ja, dann habe ich jetzt immer über einen Encryption-Key geredet. Ja, wie kommt der zustande? Eigentlich meistens wird er von einem Passwort abgeleitet. Das heißt, es gibt so Standard-Key-Derivation-Functions, BBKDF2 oder Argon2 ist die aktuelle, die im Prinzip aus meinem Passwort beliebiger Länge einen fixen, einen Schlüssel fixer Länge machen, der dann quasi an mein Disk Encryption Subsystem weitergeben wird und das ist dann verwendet. Bei dem Encrypt gibt es auch den Fall, dass ich dem direkt ein Keyfile geben kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel auf meinem USB-Stick mein Keyfile ablegen, das kann ich sogar irgendwie verstecken in Bilder oder so irgendwas, dann nimmt man Binärdaten vom Bild. Und ich stecke den an, der Encrypt liest sich quasi von dem File die Daten und hat da quasi direkt den Key. Man sollte natürlich aber immer berücksichtigen, ein Keyfile ist was anderes wie ein Passwort, weil ein Passwort weiß ich. Das kann ich verweigern herzugeben und wenn mein USB-Stick verschwindet, dann ist der Key auch verschwunden. Ja, und dann gibt es natürlich auch so Dinge wie Two-Factor-Authentication, die DMCrypt und Konsorten eigentlich alle schon unterstützen bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, ich kann da wirklich mein Passwort eingeben und dann nochmal einen eigenen Krypto-Stick oder was auch immer dazu haben, um das zu authentifizieren. Ja, jetzt bleibt natürlich die Frage, was passiert, wenn meine Festplatte kaputt geht? Ja, dann sind die Daten weg, ganz logisch. Also. Der Punkt ist der, also ich bin im Prinzip bei reiner Festplattenverschlüsselung grob genauso schlecht dran, wie wenn ich sie unverschlüsselt habe, aber durch das, dass die Verschlüsselung ja nicht nur auf einzelnen Bits aufsetzt, sondern dass das mehr größere Blöcke sind, passiert es mir, dass der ganze Block dann korrupt ist, wenn nur ein Bit flippt. Das heißt, es sind größere Teile von meinen Files dann einfach zum Verwerfen und Müll. Aber ansonsten, ja, Backups. So. Und Backups verschlüsseln. Genau, das ist natürlich das Wichtigste. Ja, und jetzt wird der Richard weitermachen mit Disk Encryption und der Linux. Gibt es Fragen soweit? Alles klar, sehr gut. Ja, ich werde mal ganz kurz die gängigsten Tools und Methoden von Linux erklären. Ja, wie schon David gesagt hat, es gibt das DM-Crypt, das verwendet man für Full Disk Encryption. DM steht für Device Mapper, also das DM-Crypt ist ein Subsystem vom Linux Device Mapper System, also kann man natürlich ein Block-Device auf ein anderes mappen und nimmt man meistens her, dass man seine Festplatte dann mit DM-Crypt zu einem DM-Device mappt, wo dann im Zwischenschritt alles ver- und entschlüsselt wird. Ja, wie schon vorhin gesagt, der eigentliche Verschlüsselungs-Key wird abgeleitet, also wenn ich jetzt mein Passwort eingebe, ist nicht das Passwort im RAM, sondern es wird vom Passwort ein langer Key abgeleitet. Weil für nämlich den jeweiligen Modus im Cypher brauchst du nämlich 128 oder 256 Bit und das Passwort kann länger oder kürzer sein. Dann hat man nämlich diese Passwort-Derivation-Function. Meistens macht man es so, dass man DM-Crypt mit dem Linux Volume Mapper verheiratet, also diesem LVM. Das heißt, man verschlüsselt die gesamte Festplatte und man macht dann drüber diesen logischen Volume Manager und darauf dann seine Partitionen und Dateisysteme und auch Swap Devices, damit man auch nämlich seinen Swap Space verschlüsselt hat. Man kann aber auch File Images oder auch nur einzelne Partitionen verschlüsseln. Wichtig ist, DM-Crypt wird erst richtig praktisch durch LUX, das ist das Linux Unified Key Setup. Und das ist das Tooling, das einen nämlich ermöglicht, dass man sein Passwort handeln kann zum Key ableiten oder dass man dasselbe verschlüsselte DM-Crypt mit mehreren Passwörtern öffnen kann. Das heißt, man hat dann nämlich dann ein Masterpasswort und kommt dann mit mehreren anderen Passwörtern darauf zu. Gibt es da Slides dazu? Ja, sicher. Das ist wunderbar. Hä? Ah ja, sag ich alles. Ja, man kann dann mehrere Passworte haben. Bei DM-Crypt ist, glaube ich, aktuell, man kann bis zu 8 Keyslots haben. Und ganz toll, man kann auch sein Passwort ändern, ohne dass man die gesamte Festplatte re-encryptieren muss. Das ist sehr praktisch, weil wenn man so hat eine Platte mit einem Terabyte, wie sein Passwort ändert, muss man einen Terabyte lesen und schreiben, ist etwas ungut. Genau, man kann re-encrypten und es wird abgeleitet.
Was auch relativ häufig verwendet wird, ist das eCryptFS. Ich glaube, es ist sogar Standard auf Ubuntu für das Home Directory. Beim eCryptFS hat man den Use Case, dass man nämlich nicht die gesamte Festplatte verschlüsselt, sondern nur ein Verzeichnis. Beispiel, man hat halt sein Linux-System mit drauf Benutzer Mama, Papa und ich und man möchte halt von jedem Einzelnen das Home-Verzeichnis verschlüsselt haben. Das wird dann mit DM-Crypt schwierig. Man kann natürlich sagen, man hat für jedes Home-Verzeichnis eine eigene DM-Crypt-Instanz, aber das kann man beim Installieren gut regeln, aber wenn man das dynamisch im Nachhinein machen will, dann wird es schwierig. Wenn dann halt die Oma auch noch will, dann wird es schwierig. Da muss man repartitionieren und darum eben der eCryptFS-Ansatz heißt, man hat ein ganz normales Dateisystem, zum Beispiel ein X4, da liegen meine Dateien, aber man mountet drüber auf gewisse Verzeichnisse das eCryptFS und das eCryptFS ver- und entschlüsselt mir dann alle Dateien. Das heißt, wenn man dann auf sein Home-Verzeichnis zugreifen will, ohne eCryptFS gemountet, sieht man nur Datenmüll. Im einfachsten Fall. Hier ist das Problem. Das drüber mounten ist nämlich ein sogenanntes Stacking. Also man stapelt die Dateisysteme. Wenn man zum Beispiel dann macht ein Read auf eine Datei, geht das Read auf das eCryptFS, dann geht das Read rund auf das eigentliche Dateisystem. Also man hat da mehrere Instanzen und Dateisystem Stacking ist unter Linux, sagen wir mal, problematisch. Es geht aber nicht ganz so toll, wie es sollte. Wenn man sich den eCryptFS Source Code ansieht, dann sieht man darin sehr viele Hacks und Grobpfade, die nämlich voraussetzen, welche Art von Dateisystem unter dem eCryptFS ist. Das geht gut für X4, wenn man dann hat was irgendwas Obskureres oder gar Netzwerkbasiertes, dann wird es schwierig. Und natürlich ist es so, wenn man die Dateisysteme stackt, dann wird der Call-Stack tiefer, also mehrere Read-Instanzen. Und wie wir alle wissen, ist der Kernel-Stack sehr, sehr limitiert. Da kam es dann zu obskuren Problemchen. Und natürlich, wenn man Stacking hat, dann hat man ein Performance-Problem. Ist beim Home-Verzeichnis nicht wirklich ein Problem, aber man möchte zum Beispiel ja auch seine Daten verschlüsseln am Smartphone für die Apps. Und wenn ich mehr Performance brauche, brauche ich auch mehr Akkulaufzeit und ist auch nicht so toll. Und natürlich auch, man muss das Setup beachten. Bevor man auf sein Home zugreift, muss man das eCryptFS mounten. Zum Beispiel, man muss das dann einbauen in den Logging-Manager über ein PAM-Modul oder ähnliches. Da gibt es einige Falltüren. Nun, wie schon angekündigt, kurz zum FS-Skript. Das ist jetzt ein neuer Ansatz, an dem Google schon, glaube ich, 2 Jahre arbeitet. Für X4 ist es sogar schon relativ lange Mainline. Wenn ihr Glück habt, nehmt das euer Smartphone sogar schon her. Und eben David und ich bauen das aktuell ein in das UBIFS. Also UBIFS ist ein Dateisystem für Flash-Speicher. Wie gesagt, wir machen viele im Bereich Linux Embedded und auch die Kunden wollen ihre Firmware verschlüsselt haben von ihren Appliances und ähnliches. Also, die Grundidee von FSCrypt ist, macht dasselbe wie das eCryptFS, aber ohne Stacking. Das heißt, man nimmt ein bestehendes Dateisystem wie X4 oder UBIFS und aktiviert darin dieses Feature FSCrypt. Das läuft dann so ab, wie wir vielleicht kennen unter Windows vom NTFS. Man hat da sein normales Dateisystem, kann dann aber selektiv festlegen, alle Dateien unter diesem Verzeichnis hätte ich gerne verschlüsselt. Und es kann das Dateisystem dann selbst, ohne drüber mounten, ohne drunter mit DM-Crypt, sondern wirklich es ist. Es ist aktuell noch sehr stark in der Entwicklungsphase, also im Kernel haben wir schon recht viel, es ist auch sehr stabil, im User Space schaut es sehr traurig aus, da gibt es aktuell kaum Tools, um das zu verwenden. Es gibt ein Tool von X4, das E4-Crypt, das ist sehr archaisch, wobei die Leute von Google arbeiten aktuell an dem User Space Tool, um das verwendbarer zu machen. Für den normalen Linux-User Space, weil natürlich im Android macht das der ganze Android-Firmware-Blobhaufen. Ein Riesenvorteil ist von FSCrypt, und zwar, dass man einen Master Key hat, den gibt man an pro Verzeichnis.
und es wird aber pro Datei, also eigentlich pro i-Node vom Master Key ein Subkey abgeleitet. Das heißt, jede einzelne Datei hat seinen eigenen Key. Und wenn jetzt wirklich ein Angreifer schaffen würde, die Verschlüsselung einer Datei zu brechen, zum Beispiel durch eine Known-Plaintext-Attacke, dann hat er wirklich nur den einen Key gewonnen von dieser Datei und nicht gar alles. Das ist eigentlich eines der Hauptpunkte, was bei EffaScript toll ist. Was aktuell noch etwas in der Schwebe ist, die Authentifizierung von Daten. Das heißt, um festzustellen, ob jemand meine Daten verändert hat. Und was sicher nicht kommen wird, ist die Verschlüsselung von den Dateisystem-Metadaten. Das heißt, man ist immer noch angreifbar für den Fall, dass jemand offline meine Festplatte bearbeitet. EffaScript hat ein paar Checks drinnen, um zu erkennen, wenn man eine verschlüsselte Datei von einem Ordner zu einem anderen Ordner verschiebt, weil dann stimmt nämlich die Key-Ableitungshierarchie nicht mehr. Aber man ist dennoch sehr, sehr anfällig für Offline-Attacken. Was eben nicht der Use Case ist. Ja. Ja. In Android und ChromeOS, ist das drinnen im AOSP oder ist es in den Google Play Services? Oder mit anderen Worten auch Open Source oder Closed Source? Sollte im Open Source, ja. Open Source. Weil es kommt ja eigentlich aus dem Chrome OS Projekt. Man würde sagt, man hat auf seinem Chromebook mehrere Benutzer, die halt kommen und gehen, und da muss man dann halt dynamisch den Home-Verzeichnis verschlüsseln und entschlüsseln. Was ich vergessen habe zu sagen, ein Vorteil von EffaScript ist auch, wenn du keinen Key hast, aber die richtigen Berechtigungen, kannst du diese Dateien löschen. Na, zum Beispiel eben, du hast im Use Case Chromebook, Home ist verschlüsselt und Papa sagt, nö, mag nicht mehr, Computer ist doof, aber er hat halt sein Home-Verzeichnis voll mit Terabyte von YouTube-Videos und will es auch mal löschen, und du kennst aber sein Passwort nicht, weil er hat gesagt, im PC ist doof, Passwort vergessen, kann root diese Daten löschen. Da ist der eben ein Vorteil. Ja, bitte? Bei BTRFS gibt es ja auch Überlegungen, neben RAID-Labels auch Verschlüsselungen einzubauen in die Leaf-Nodes. Ja, eben beim ButterFS sind sie aktuell am Nachdenken, ob sie EffaScript verwenden wollen oder selbst was kochen wollen. Ist schwierig. Ja klar, also EffaScript ist generisch und kannst einbauen, wenn die ButterFS-Leute wollen. Weil die sind aktuell noch am Nachdenken, ob sie nicht doch auch ihre internen Dateisystemstrukturen verschlüsseln wollen. Wenn du deine Dateisystemstrukturen verschlüsselst, dann machst du es für den Dateisystementwickler unmöglich, irgendwas zu debuggen. Also wenn da was kaputt ist, ist kaputt, ist keine Chance mehr, irgendwas rauszuholen. Ansonsten können Tools zumindest nur partiell Dinge. Eben, weil es gab ja nämlich auch eine Riesendiskussion mit den Entwicklern von XFS, und da hat es geheißen, ja, baut doch ein tolle Krypto auf eure Strukturen. Da haben sich die komplett freigelegt, weil sie haben gesagt, ja, ist so schön, aber dann können wir nie wieder irgendwas debuggen. Ist natürlich ein Trade-off. Will ich die Möglichkeit haben, Daten in einer gewissen Form doch noch zugänglich zu haben, oder will ich die Möglichkeit haben, also will ich ausschließen, dass irgendjemand außer ich mit meinem Passwort-Key die Daten jemals lesen kann? Und zum Beispiel dann geht auch ein Tool wie FS-Check nur noch nach Passworteingabe. Nach Passworteingabe von allen Passworten, von allen Benutzern. Nee, macht halt das Leben vom Sys-Admin dezent schwierig. Also Desktop-Use-Case, ja. Server-Use-Case mit oder Shared PC oder was auch immer, wird dann die Sache schwieriger. Nicht? Stimmt. Die Idee, dass man das bei diesem Stacking-Layer lässt, wenn man heute im RAID-Level, dann hat man FIM-Level, im FIM-Level, im Prinzip funktioniert das ja erstaunlich gut. Na. Das geht recht gut auf der. Ja, aber du hast aber auch einen riesen fetten Intel-Server. Hast du winzige ARM-Dinger? Ja, ich mein Intel-Hardware. Ich mein ja, AMD auch. x86. Ja. Aber es gibt da viel andere Architekturen. Es gibt ARM, es gibt PowerPC und ähnliches. Und ja, Deutschland Stacking. Ja. Na, also Linux ist inzwischen 25 Jahre alt und sie haben schon sehr viel Energie in Stacking reingesteckt. Also
es ist wahnsinnig schwierig. Also, was wir jetzt haben, war schon ein riesen painful way, also, dass es überhaupt irgendwie geht, zu Stacking machen. Also, wir haben jetzt auch ja diese eine Overlay-FS und da hatten wir vorher AU-FS, Union-FS, das waren alles Krankheiten und jetzt geht es endlich halbwegs und das war richtig viel Arbeit. Aber wir müssen uns gerade angassen. Jetzt erzählt uns der David noch etwas über die Security-Considerations. Also nochmal zur Security. Hat das die Frage soweit beantwortet? Ja, also Security ist ganz toll. Also zumindest die theoretische Security, die praktische ist ein bisschen was anders dann. Und es geht eigentlich jetzt auch ein bisschen um genau die Themen, weil die Theorie ist zwar schön und toll, wir wissen, die Daten werden verschlüsselt, die landen verschlüsselt auf der Platte, aber es gibt da noch Dinge, auf die man achten soll. Ein Punkt, den ich schon angesprochen habe, sind diese Cold Boot Attacks. Cold Boot Attack nutzt im Prinzip den Fakt aus, dass mein Encryption Key im RAM liegt, im Normalfall. Das heißt, wenn der User den eingibt, landet er im RAM und weil das Betriebssystem den braucht, der DMCrypt Layer im Fall von DMCrypt braucht den, um die Daten auf die Platte zu schreiben und zu lesen, weil er muss ver- und einschlüsseln. Dann gibt es so einen Fall, was passiert, wenn ich den Rechner ausschalte, also dann, wenn ich den Rechner ausschalte, beziehungsweise wenn der einen Strom verliert, den Stecker ziehe, dann liegen die Daten weiterhin im RAM. Und zwar liegen die für mehrere Minuten im RAM. Das ist eigentlich schon ein relativ altes Paper, das ist damals ziemlich groß herausgebracht hat, war 2009, glaube ich. Das heißt, die Daten, die im RAM sind, sind dann noch für ein paar Minuten im RAM und können ausgelesen werden. Das heißt, wenn einer schnell ist, kann er den Stecker ziehen, von einem USB-Device, von einer CD, was auch immer, booten und im RAM einmal suchen, wo denn ungefähr dieser Key liegt und den dann raus extrahieren. Dasselbe ist natürlich im Standby-Modus, wenn mein Betriebssystem nicht darauf achtet. Gut, jetzt haben wir in Linux gewisse Dinge eingebaut. Wenn das Betriebssystem runterfährt, wird der Bereich im RAM, wo der Key steht, gelöscht. Wenn ich einen Standby mache, dann schaut das Betriebssystem drauf, oder ich deaktiviere den Standby, aber auch dann wird darauf geachtet, dass der Key verschwindet. Ja, die Dinge sind schon einmal gut. Es geht aber noch besser, und zwar gibt es Modul Tresor, heißt es, das haltet diesen Encryption Key nie im RAM, sondern rein in einem CPU-Register. Im Fall von Tresor ist das irgendein CPU-Debug-Register, wo auch kein User-Space drauf Zugriff hat. Das heißt, das hat der Kernel den Zugriff drauf und da drinnen liegt der Key und somit habe ich das Problem einmal beseitigt. Man kann die Zeit natürlich auch verlängern, das heißt, wenn man meinen RAM runterkühlt auf ziemlich niedrige Temperaturen, dann hebt das sogar bis zu 10 Minuten oder noch länger. Das heißt, da gibt es genügend Möglichkeiten, die Daten zu extrahieren. Geht natürlich genauso bei Hardware-Based Disk Encryption. Dann die angesprochene Evil-Mate-Attacke. Da ist der Hintergedanke ist der, ich schalte jetzt wirklich mein Device aus, Standby-Modus habe ich deaktiviert, das heißt, mein Device ist immer heruntergefahren. Der RAM wird beim Herunterfahren sauber, der Key wird aus dem RAM sauber gelöscht. Das heißt, die Probleme habe ich ausgeschlossen. Jetzt gibt es aber noch den anderen Fall, dass dieser gesamte Boot-Prozess, den ich habe in meinem System, ja mehrere Teile involviert. Da ist irgendwann ein Bootloader mit drinnen, da ist vorher UEFI mit drinnen, da ist, oder im Fall von ARM wieder was anderes, aber da ist dann der Kernel mit drinnen und dann ist mein User Space mit drinnen. Alle diese Stellen sollten verschlüsselt sein, beziehungsweise können modifiziert werden, theoretisch und auch praktisch. Das heißt, wenn man vor ein paar Jahren irgendwie seine normale Linux-Distribution installiert hat, und so einfach standardmäßig Disk Encryption aufgesetzt hat, wie es der Wizard vorgeschlagen hat, dann hat er teilweise bei gewissen Distributionen eine Boot-Partition, eine unverschlüsselte angelegt, da drinnen ist mein Kernel gelegen, da drinnen ist mein Init-RAM-FS gelegen und mein Bootloader gelegen. Die ganzen Dinge waren unverschlüsselt. Das heißt, der Angreifer kann im Prinzip hergehen, kann einen USB-Stick anstecken, da irgendwie von zum Beispiel Live-CD booten, und einen neuen Kernel draufschreiben, einen neuen Bootloader draufschreiben, die diese Daten dann irgendwo anders hin transportieren und dann mein Passwort quasi weitergeben. Das Ganze ist inzwischen bedeutend besser geworden, muss man sagen. Das heißt, inzwischen macht Group die Eingabe. Das heißt, der Kernel liegt einmal zumindest nicht mehr unverschlüsselt herum. Aber auch der Group liegt irgendwo und sollte irgendwie abgesichert werden. Das heißt, man braucht da mehr. Die Lösung für das Ganze ist Secure Boot im Normalfall. Das heißt, wenn man jemanden fragt, ja, machst du halt Secure Boot,
Das heißt, mein ganzer gesamter Boot-Prozess verifiziert sich gegenseitig. Das heißt, bevor ich irgendwie den Kernel hochfahre und anstarte, wird der Prüfsumme geprüft, ob der nicht verändert worden ist, und dann erst, wenn es passt, wird weitergemacht. Das Problem bei Secure Boot und der x86 ist allerdings auch, dass da wieder Binary Blobs involviert sind. Ich habe da irgendwann eine UEFI, das ich im Source Code nicht sehe, wo ich nicht weiß, was das macht. Das heißt, eigentlich ist das Ziel, man sollte hingehen, wäre zumindest unser Wunsch, Open Hardware und keine Firmware-Blobs. Ich glaube, ein wesentlicher Aspekt, den man gleich vergessen wird, dass alle modernen Input-CPUs und Prozessor dabei haben, über die Management-Engine, der mit Binary-Blobs im laufenden System, ja, genau, Rahmen. Richtig. Prinzipiell ist es nicht. Richtig. Eine Festplatte mit Firmware oder was auch immer für Device mit Firmware hat genauso Zugriff auf den RAM und kann da Dinge auslesen und machen. Genau. Was es eben gibt im Linux, ist das IMA-EVM-Subsystem, das versucht, auch nach Best Effort, Dinge zu prüfen, bevor sie irgendwie geladen werden. Das ist Mainline. Mainline, ja. Setzt im Prinzip auch teilweise auf TPM-Chips, glaube ich, um irgendwie Key-Material oder Hashes, also Daten zu signieren. Kann man sich einmal anschauen. Und sollte in dem Ding ein bisschen, zumindest ein bisschen Hilfe geben. Dann gibt es noch was anderes, was ich angesprochen habe am Anfang, Offline-Modification von Daten, also wenn jemand hergeht und Daten modifiziert, die verschlüsselt sein auf der Festplatte. Das geht deshalb, weil die Daten nicht authentifiziert sind. Mein Verschlüsselungsalgorithmus weiß nicht, ob das Bit, das jetzt da auf 0 steht, wirklich auf 0 sein muss, weil es von der Verschlüsselung her so passiert ist, oder ob das auf 1 sein muss. Das heißt, der Algorithmus selber erkennt keine Modifikation der Daten, er entschlüsselt halt einfach das, was da ist, und gibt dann das Ergebnis als Plaintext weiter. Da hat es eine schöne Attacke gegeben, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, 2013, auf den AES-CBC-Modus. Im Ubuntu, glaube ich, haben sie es ausprobiert. Da ist jemand, also die haben dann probiert, mit DM-Crypt und Lux in einem Binary, ich glaube, es war BinLS oder irgend sowas, Bits so zu flippen, dass das LS was anders macht. Oder ich glaube, es war die Bash. Irgendwo, auf jeden Fall ist der Trick, man weiß ja, auf der Festplatte liegen gewisse Binaries. Das hat jedes Betriebssystem dabei. Eine Shell, ein was auch immer, ein LS-Kommando. Und der Punkt ist der, wenn man, also der Trick bei dem Ganzen war, wenn man eine Referenzinstallation, also wenn ich mein Ubuntu 10-mal installiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die ersten Files, die installiert werden, an selben Position auf der Festplatte landen, sehr hoch. Das heißt, ich kann ungefähr voraussagen, wo welche Binaries liegen werden. Das ist natürlich alles nur sehr viel Ratearbeit, aber es geht theoretisch und es geht auch praktisch, wie da ausprobiert worden ist. Man kann dann gezielt Bits flippen an gewissen Stellen, um quasi mein Binary dann was anders machen zu lassen. Das Ganze wird dann verhindert bzw. ein bisschen gemindert durch den XDS-Modus, der heutzutage Standard ist und den alle verwenden, der das Ganze auf eine andere Art macht und der nicht dieselben Probleme hat. Weil das Grundproblem in dem Fall war dieser AES-CBC-Modus. Komplett verhindern kann man das, indem man jedes Bit, das man quasi auf die Platte verschlüsselt schreibt, auch authentifiziert. Aber Authentifizierung ist natürlich nicht so simpel, weil das würde heißen, ich habe einen Overhead in Performance. Ich muss jedes Mal, wenn ich was liest, den HMAC oder was auch immer ich kryptografisch habe, prüfen. Und ich muss beim Schreiben natürlich dasselbe auch generieren. Und ich muss einen Speicher-Overhead, weil ich muss das irgendwo ablegen. Und das pro File bzw. pro Block, den ich verschlüssel. Ja, wenn der Checksumme selber, wann die manipuliert wird, die liegt ja auch im Dateisystem. Das heißt, ich brauche was Authentifiziertes. Authentifizierung heißt der HMAC, nicht? Das ist ein Hash mit einem Key drinnen, im Prinzip. Oder dieser AES-GCM-Modus, der das ja auch gleichzeitig mitliefert. Der Punkt ist der, das ist schwer und das macht keiner bis jetzt, weil es einfach dieser Performance-Overhead und dieser Speicher-Overhead zu groß ist und es sehr schwierig ist, das zu machen. Das heißt, im Prinzip bin ich immer an einer Stelle, wenn ich Festplattenverschlüsselung mache, vor allem Full Disk Encryption, ich bin irgendwo an einer Position, wo ich halt nach Best Effort versuche, Dinge abzusichern, aber nie perfekt sicher sein kann. Was es ein bisschen leichter macht, ist das Ganze auf Block-Level zu machen, weil da habe ich zumindest vielleicht ein bisschen mehr Spielraum, aber auch nicht wirklich.
also Entschuldigung, auf File-Level. Da habe ich ein bisschen mehr Spielraum als bei DM-Crypt. Aber das ist nicht trivial. Natürlich, der nächste Punkt ist, man sollte starke Passwörter verwenden, aber das ist sogar logisch, ja. Dann gibt es noch ein Problem mit, das ist aber nur ein kleines Detail, das kann man eigentlich ganz kurz machen. Wenn ich immer denselben Key verwende, für große Menge von Daten zu verschlüsseln, ist das ein Problem, weil sich Dinge wiederholen können. Das heißt, ich kann, wenn ich denselben Daten mehrfach verschlüsseln mit demselben Key plus demselben IV, dann kommt derselbe Ciphertext raus. Das heißt, wieder Angreifer hat die Informationen, wo liegen denn ungefähr welche Daten. Ein BIN-LS, ein BIN-Bash wird ungefähr immer derselbe Plaintext sein. Eigentlich ziemlich genau immer bei derselben Installation. Liegt Informationen, will man nicht haben? Ja. So, die Frage ist jetzt also, will ich das machen oder will ich es nicht machen? Naja, es kommt auf den Anwendungsfall drauf an, es kommt drauf an, welche Variante ich nehme. Aber wie gesagt, das ist immer Best Effort und das ist irgendwie so das Last Resort, das man verwendet. Wenn man wirklich sicher seine Daten ablegen will, authentifiziert plus verschlüsselt, dann gibt es weitere Ebenen oben, an denen man ansetzen kann, Applikationslevel, BGP ist auch so ein Fall, wo das schon recht gut funktioniert, im Fall von E-Mails. Was aber dann wieder andere Dinge mit sich bringt, wie man muss Informatiker sein, um zu wissen, wie man es richtig verwendet. Ja, das ist nur mal eine Zusammenfassung. Also das Fazit ist, das ist schwierig. Man muss auf sehr viele Dinge aufpassen im Setup. Man muss aufpassen, wie man es konfiguriert, wie man es implementiert. Somit ist das Ganze eigentlich nicht trivial und es gibt dann immer nur Dinge, die schief gehen. Das kann die Firmware sein von meiner Festplatte. Das kann nicht authentifizierte Daten sein und so weiter. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Der Richard erzählt noch ganz kurz was zu FS-Script. Ja, ich habe jetzt nur 2-3 Minuten, oder? 5. 5 Minuten, oh Wahnsinn. Hey. Na, ganz kurz ein paar Details zum FS-Script. Wie schon gesagt, eben jede I-Node, also Datei, hat seinen eigenen Key, der ist vom Master-Key abgeleitet. Und wenn man halt den Key bricht, von einer Datei hat man nur den einen. Ich habe es vorhin auch kurz erwähnt, bei FS-Crypto werden gleich wie beim eCrypt-FS auch die Dateinamen verschlüsselt. Das heißt, wenn der Angreifer mein Dateisystem mounted, aber den Key nicht hat, sieht er auch nichts anhand von den Dateinamen, weil manchmal ist ja so ein Dateiname schon verräterisch. Klingt jetzt relativ einfach, dann sagt man, ja, dann muss ich halt nur diesen File-Namen verschlüsseln und wieder entschlüsseln, easy. Es ist aber das Problem, wenn man einen ASCII-String verschlüsselt mit AES, dann kommt danach kein String raus, sondern einfach binär irgendwas. Unter Unix wird aber gesagt, ein Dateiname ist ein String. Das heißt, er darf nur am Ende ein 0-Byte haben. Durch das Verschlüsseln kann alles drinstehen, auch in der Mitte vom Dateinamen ein 0-Byte. Dann kann man bei einem read-dir-Kommando nicht einfach diesen Binär-Guard zurückgeben, sondern muss das nämlich encodieren. Macht man mit Base64, weil dann stellt man die nicht darstellbaren Bits einfach da als darstellbare Bits. Also man hat eine 8 nach 7 Bit Verschiebung, macht aber den Namen länger. Also wenn jetzt dann hast du halt deinen Dateinamen, der ist halt normal ein paar Byte, und dann, wenn du den Key nicht hast, ist dann der im User Space ein Base64 String, der ist dann länger. Ist es so mal kein Riesenproblem, aber was passiert mit Dateien, die bereits vorher die maximale Länge hatten? Kommen wir dann später kurz dazu. Ich glaube, hier werde ich es ganz kurz machen. Ich wollte auch hier noch länger mal breiter erklären, was wir alles machen mussten, um das einzubauen ins UBI-FS, weil man denkt ja, easy, dann machen wir kurz Perform-Datei schreiben, ein FS-Crypt-Encrypt und Form-Datei lesen, ein FS-Crypt-Decrypt und Sache von dem Nachmittag? Nein. Also da war nichts, sind ja selber dran seit letzten Juni. Das Einfachste war zum Beispiel, wir hatten wegen dieser Problematik von den Dateinamen alle String-Compares zu ersetzen mit einem Mem-Compare. Vergiss eines und hast ein Riesenproblem, weil plötzlich sind diese Strings keine Strings mehr und der Code hat halt mehrere 10.000 Zeilen Code und wenn irgendwann eine Stelle hast, die halt voraussetzt, das ist ein String, dann wird es schwierig. Etwa mit der Kompression, UBI-FS verwendet man ja auf NAND-Flash. NAND-Flash ist relativ klein und da werden Dateien automatisch komprimiert, damit man möglichst viel abspeichern kann. Nun, wie gehe ich um mit der Kompression und der Verschlüsselung? Weil
da gibt es ja viele tolle Attacken. Oder zum Beispiel, soll ich vorher verschlüsseln und dann komprimieren? Ist ein Problem, weil wenn ich eine Textdatei verschlüssele, habe ich danach nur noch binär irgendwas, da greift dann der Kompressionsalgorithmus nicht mehr. Wenn ich vorher komprimiere und dann verschlüssel, habe ich weniger Probleme, aber immer noch ein Problem, weil der Angreifer dann raten kann, wie lang war die Datei vorher. Weil wenn die Datei gut komprimiert, dann wird sie kleiner und dann weiß der Angreifer, oh, dieser Schreifertext ist sehr groß, der muss gut komprimierbar sein. Also im Zweifel nicht komprimieren und wenn man wirklich muss, vorher komprimieren, dann verschlüsseln. Aber ist schwierig. So, ich muss ja kurz angasen. Ich glaube das. Das werde ich kurz skippen. Ganz kurz, das Problem war bei UBIFS und den Dateinamen, wenn jetzt eine Datei die maximale Dateinamenlänge hatte und ich verschlüssele sie und mache dann Base64, dann ist sie zu lang zum Darstellen. Dann geht man zurück zum Userspace, nicht Base64 vom Ciphertext, sondern einfach Base64 von einem Lookup-Cookie. Mit diesem Lookup-Cookie kann man dann später die Datei finden, ohne dass man den Namen kennt. Das musste man aber erst einbauen ins UBIFS und schwierig. Aber wir haben leider keine Zeit mehr, weil ich glaube, wir machen lieber kurz noch die Summary ja. Und dann Fragen. Das war's eh schon, ja. Am Anfang haben wir es ganz kurz erwähnt, der Richard hat es erwähnt. Also mobile Geräte sind natürlich eine weitere Herausforderung für das Ganze. Man will ja sein mobiles Gerät verschlüsselt haben, man will sein Android-Device komplett verschlüsselt haben. Man will sein, ja, was auch immer, Tablet verschlüsselt haben. Das ist nicht so trivial, weil im Fall von meinem mobilen Gerät habe ich sowas wie einen Passcode, den ich eingib. Schön, das kann ich machen. Davon wird mein Passwort abgeleitet. Das heißt, das Ding fährt hoch. Ich gebe meinen Passcode ein und fährt es fertig hoch. Dann mountet sie die verschlüsselte Platte und fährt komplett hoch. Dann hat es diesen Key irgendwo herumliegen, sei es ein CPU-Register, sei es was auch immer. Dann will ich aber aus Sicherheitsgründen, dass das Device, wenn ich es nicht verwende, diesen Key ja auch nicht irgendwo haltet, sondern den Weg gibt. Im Normalfall wird das ja implementiert, zumindest bei iOS war es garantiert, dass es implementiert wird. Also Apple geht her und wirft diesen Encryption-Key, solange ich das Device nicht aktiv verwende, aus dem Speicher raus, beziehungsweise aus den CPU-Registern raus und verwendet es erst dann wieder, wenn ich PIN eingibt. Das heißt, ich habe auch so Dinge ausgeschaltet, wie jemand klaut mein Handy, steckt da irgendwie Kabel dran und fängt an, über Debugging-Schnittstellen Dinge auszulesen. Android macht das ähnlich, da bin ich aber nicht hundertprozentig sicher, ob sie es jetzt da wirklich wegwerfen, weil es gibt im Source Code von Android so eine tolle Stelle, To Do. Also ich glaube noch nicht, dass das drinnen ist. Ich muss Ende machen. Ja. Das heißt, das ist noch ein Punkt, wo die ganze Thematik komplexer wird, wo man auf mehr Dinge aufpassen muss, weil was ist, wenn das Device in dem Zustand SMS reinkriegt, während die es nicht verwendet, wenn es E-Mail empfängt, wie kannst du die verschlüsselt ablegen und so weiter. Ja, das heißt, Fazit von dem Ganzen ist, Disk Encryption ist nicht trivial. Es ist, wie gesagt, immer beste Effort, man versucht irgendwie das Beste draus zu machen, aber man sollte eigentlich, wenn man es wirklich gut lösen will, für seinen Use Case weiter oben drauf anzusetzen, auf dem Layer. Ja, falls es jetzt noch Fragen gibt, jetzt sind wir perfekt. 2 Minuten drüber. Wir haben eh nur 10 Folien-Skripten gerissen. Genau. Gibt es noch irgendwelche Fragen?